Jo, servus. Her. Da bin ich auch wieder, ich ein Video. Obacht, pass auf. Und zwar, pass auf. Ich wollte euch heute meine neue Rolle zeigen. Und zwar, da ist er. Das ist mein neuer Roller. Ja, das ist, wie gesagt, das ist ein Luxon. Ein Luxon Eco 50, Baujahr 2019. Habe ich mir vorhin auch geholt. Oder so vor 8 Tagen habe ich mir geholt. Ja, wie gesagt, das ist ein gedrosselter auf 25, also 30 fahrt er. Und ja, das ist er, meine neue Rolle. Ja, wie gesagt, Baujahr 2019, er ist gedrosselt, halt auf 30, ja, fährt also 30. Und ja, das ist er, ich bin sehr zufrieden mit dem Roller. Ja, wie gesagt, ja, da vorne steht jetzt Uno drauf, aber ja. Also es gibt nämlich ein Uno und ein Eco. Gibt's also beides, Uno und Eco. Aber das ist ein Luxon Eco, weil beim Uno ist, habe ich nochmal nachgeguckt, da steht da vorne Uno drauf, da steht zwar auch jetzt Uno drauf, keine Ahnung warum, aber egal. Aber dann beim Uno steht daneben nochmal Uno und da steht Eco bei dem, also ist es ein Eco. Luxon Eco. Da hier steht auch nochmal Eco. Wie gesagt, also ein Luxon Eco 50 ist er. Da mein neuer Roller, den habe ich mir vor einer Woche geholt, oder vor 8 Tagen habe ich mir geholt. Ja, jetzt will ich euch mal zeigen. Will ich euch mal ein bisschen vorstellen in dem Video einfach mal. Ne? Ich war gestern, war ich nochmal drinnen in Geusen da beim Motorradman und hab mir noch ein Topcase geholt, das ist es. Das kommen wir aber gleich dazu noch, das wollte ich euch nur sagen. Wie gesagt, also der Roller ist ein Viertakter. Und ja, wie gesagt, Baujahr 2019. Und ja, ich habe jetzt schon 182,4 Kilometer drauf. Ja, also den habe ich mir neu gekauft. Quasi, das ist zwar 2019er Baujahr, aber wie gesagt, aber halt eine neue Rolle quasi. Ja. Jetzt gucken, fangen wir mal an. Also, oh Jesus. Das finde ich gerade, mein Lieber. Fangen wir mal an. Also hier. Fangen wir mal mit dem Lenker an. Hier haben wir den Lenker. Hier ist der Lenker. Hier sind die Spiegel. Oh, Sans. Da sind die Spiegel. Ja. Ja. Und ja, hier haben wir die verschiedenen Bedienungselemente am Roller, ja, genau. Mir wird nicht euch gefallen. So, machen wir den Lenker gescheit. So, wacht. Da haben wir hier die Vorderradbremse. Hier haben wir den Elektrostarter, hier ist Gas, ganz normal. Beide Spiegel, hier ist Hinterradbremse, Fernlicht, Abblendlicht, Blinker links, Blinker rechts, zack. Dann hier unten ist die Hub und ja, hier ist der Tacho, das zeige ich euch noch kurz. Das ist halt ganz normal der Tacho mit Kilometerzähler, Tank. Wie sagt man? Kurve, jetzt warten wir es nicht euch. Tankanzeige, genau. Ja, und dann halt hier die andere Kontrolle am Blinker und Fernlicht noch. Ja, wie gesagt, jetzt fangen wir gleich mal am Lenker an. Hier ist das Zündschloss, hier ist noch so Ablach, habe ich mal Geldbeutel drin. Hier ist noch so ein Haken da. Und ja, da unten ist auch noch einer. Ja, Achtung, also jetzt habe ich, fangen wir mal an, das ist der Schlüssel für die Rolle. Der Zündschlüssel und der Sitz. Dann das ist der Fast Top Case.
Und wie gesagt, das noch vom fast Schloss, wo ich drin habe, um das Rad zu machen. Und noch mein Haus, der Schlüssel noch da. Und noch so kleine Taschenlampe für im Dunkeln, dass ich das Zinsschloss gescheit finde im Dunkeln. Wenn es dunkel ist, ja. Und ja, fangen wir mal an. Achtung, also jetzt fange ich erstmal an. Gehen wir erstmal ans Zündschloss. Das ist das Zündschloss, ganz normal wie bei jedem Roller. Macht man den Schlüssel neu. Dann ist noch rechts ist Zündung an. Noch links ist wieder Zündung raus. Und dann, wenn man den Lenker ganz noch links einschlägt und neu trägt und noch ganz nach links, dann ist Lenkradschloss. Also dann ist Lenkerschloss drehen, Lenkradschloss so wieder rausmachen, macht man den Schlüssel neu, treten noch rechts einmal, so dann ist wieder, kann man den Lenker wieder bewegen und dann ist er wieder in der Ausgangsposition, also quasi die Zündung, dass die Zündung aus ist, wie gesagt, dann kann man rausmachen, wieder neu und wenn man jetzt noch links, noch rechts macht, ist die Zündung an und Zündung raus und ja. Wie gesagt, das war mal das Zündschloss. Jetzt kommen wir. Machen wir mal die Zündung an. Achtung, wenn wir jetzt die Zündung anmachen, dann leuchtet hier die Motorkontrolllampe. Achtung nochmal. Das ist die Motorkontrollleuchte. Die geht dann wieder aus, so wie wir gesehen haben. Achtung nochmal. Zündung an. Das ist die Motorkontrollleuchte. Die geht dann wieder aus. Das ist einfach, dass mit dem Motor alles stimmt, weil wenn die dann anbleiben geht, also so, wenn die anbleiben wird, dann stimmt was nicht mit dem Motor. Wie gesagt, das ist halt die Kontrollleuchte halt. Hier ist Tank angezeigt, ich war heute noch tanken nochmal und habe nochmal getankt, weil ich war noch nicht ganz auf Reserve, aber ich habe fürs Video habe ich nochmal voll getankt. Dann haben wir hier die Kontrolllampe, Fernlicht und Blinker. Das kann ich euch mal zeigen. Hier ist Fernlicht, Abblendlicht, Blinker rechts, Blinker links, die Hupe, Achtung, das machen wir gleich mal, das ist die Hupe, Achtung. Ja, das ist brutal laut, das ist krank, Achtung. So, und hier haben wir den Elektrostarter. Ja, das war's soweit. Achtung, dann haben wir hier der Hauptständer jetzt, so der befindet sich jetzt gerade auf dem Hauptständer. Hier neben haben wir noch einen Seitenständer. Und bei dem ist es so, wenn man ausklappt, dann geht der Roller aus. Das ist Vorschrift bei der neuen Roller. Falls man ein Unfall ist, dass man einfach das Seitenständer schnell rausmachen kann, wenn man noch Zeit hat. Und dann geht der Roller aus. Das ist Vorschrift bei der neuen Roller. Wie gesagt, Hauptständer da unten, Kickstarter, Helmfach, das zeige ich euch jetzt mal 8-mal. Hier haben wir das Helmfach, einfach Schlüssel neu rum, also noch rechts, dann geht das Helmfach auf. Da liegt noch ein Haufen Zeug drin im Helmfach, sehen wir. Ein paar Chips, die habe ich mir noch heute im Wasgau geholt, ein paar Chips noch im Wasgau geholt. Da mal Maske und mal Schloss, um das Rad zu machen, wenn ich jetzt mal am Bahnhof bin oder so. Und jetzt, in dem Moment, jetzt werden wir das Helmfach aufhängen. Ich mach gleich an, obwohl, das brauchen wir nicht, stimmt. Es geht ja auch so, also wie gesagt, das ist mein Helmfach. Da. Jetzt ist euch gerastet, Achtung, jetzt gehen wir mal. Hier ist der Tank. Also da kommt ganz normales Super neu. Also normales Super, E5. Dann machen wir auf, klappen wir auf, den Tankdeckel. Dann haben wir hier. Haben wir hier oben, da ist so ein Pfeil, wenn ihr den sehen könnt. Und auf dem Tankdeckel ist auch noch ein Pfeil. Und die Pfeile, die zwei müssen über euch stimmen, die müssen gehen nie mehr voneinander, so wie es jetzt gerade ist. Deshalb habe ich mir den auf dem Tankdeckel habe ich mal rot markiert. Mit so einem wasserfesten Stift. Einem roten. So einem Edding oder was. Und da ist noch ein Pfeil. Oder da. Und die müssen gegenüberliegen, weil dann kann man zumachen. Es geht auch andersrum, aber ich zeige es euch mal. Geht mal hier. Das macht man auch mit dem ganz normalen Zinsschlüssel. Macht man auf, also macht man neu. Dreht noch links. Und dann macht man auf, den Tank auf. So, dann macht man den Tank auf, dann ist es auf. Dann ist das Benzin.
jetzt nicht. Also das ganz normale Suppe. Da kann man, hat man es gerade sehen, da sieht man es ein bisschen da. Da sieht man es ein bisschen, Achtung, ich wackel mal, vielleicht sieht man es ein bisschen. Das ist jetzt gerade schlecht wegen dem Topcase, aber da hat man es gesehen. Ich war heute noch tanken, nämlich extra fürs Video. Weil ich war, da sieht man es, da siehst. Ich war nämlich noch tanken heute. Und ja, jetzt um zuzumachen, Achtung, ganz wichtig, immer gucken, dass die zwei Pfeile, wenn man zumacht, dass die zwei Pfeile, also quasi der Pfeil da, der Pfeil, oh, ja, der Pfeil und der Pfeil, dass die gegenüber voneinander sind. Wenn es andersrum ist, kann man auch zumachen, aber dann kriegt man den Tankdeckel nicht mehr auf. Das ist also sehr wichtig, dass der rote Pfeil auf dem Tankdeckel und der grüne Pfeil, also quasi den, wo ich rot markiert habe, dass die gegenüber voneinander sind, wenn man zumacht, so, und dann zuklappen, so. So, jetzt zeige ich euch mal das Topcase. Achtung, also noch hinten. Gut, Kennzeichen zeige ich euch jetzt mal nicht. Da ist halt Blinker, Licht und ja, mit halt Bremslicht dabei. Ja, wie gesagt, hier haben wir das Topcase. Das habe ich mir gestern noch geholt. Das ist mein neues Topcase. Das habe ich mir gestern noch geholt. Achtung, mach mal auf. Da, das ist der rote Schlüssel. Einfach hergehen, neu machen, rumdrehen, zack, dann geht's auf. Dann einfach hoch und dann einfach hochmachen, das Ding hochmachen und dann den Deckel aufmachen. Dann ist das Topcase. Das ist mein Helm, mein Sturmhaut, meine Handschuhe noch und ja, das ganze Zeug. Und jetzt zum Zumachen einfach wieder runter. Und dann, Achtung, hoch, also das Ding hoch, das ganze Ding. Dann gucken, dass es, also hoch mache, dann das Topcase hoch mache und dann verriegelt es nämlich gleich. Dann kann man es, wenn es dann verriegelt es gleich, dann das Ding neu triggern. Da und dann den Schlüssel rumdrehen und dann ist zu. So, das war es soweit. Also wie gesagt, das ist halt. Der Seitenständer noch, ja, jetzt starten wir mal, würde ich sagen. Obwohl es geht noch, aber bevor es dunkel wird, ne? Und man nichts mehr, sehen können, ne? Machen wir mal an, Achtung. Da gehen wir einfach her. Ganz normal. Zeige ich euch noch die Sache, also erstmal Achtung, Zündung. Geht wieder die Motorlampe an und geht wieder aus, so. Dann haben wir hier den Blinker. Zeige ich euch nochmal Blinker. Also rechts, das ist der rechte Blinker. Ich werde mir noch einen Blinker-Piepser vielleicht irgendwann noch neu machen. Gucken wir mal. Also rechts, Blinker rechts, dann blinkt es da hinten. Die Kontrollleucht blinkt. Und hier vorne blinkt da auch. Und dann Blinker links. Einfach auf die andere Seite gehe, blinkt da links. Blinker da vorne geht und da hinten. Wie gesagt, ich mache mal vielleicht irgendwann noch so ein Blinker-Piepser vielleicht neu in der Rolle. Das mache ich aber, das mache ich dann mal noch irgendwann. Gucken wir mal. Und dann einfach, um auszumachen, einfach auf den roten, auf den weißen Knopf drücken. Ja, hier ist die Hub. Oh, da ist gerade einer. Oh, muss das jetzt sein? Warte mal. Warte mal ganz kurz. Ach Gott, nein, hat das jetzt sein müssen? Ah, da ist gerade einer mit dem Hund gelaufen, da. Deshalb habe ich gerade das Video. Ich wollte ja gerade auf die Hub drücken. Und da habe ich halt gerade das Video jetzt erfahrt. Da ist gerade gelaufen, deshalb wollte ich jetzt nicht auf die Hub drücken. Habe ich mal kurz Pause gemacht und habe privat bis erfahrt. Also wie gesagt, Zündung, also das habe ich euch alles schon erklärt. Ganz kurz, Moment. Also wie gesagt, da Blinker und das habe ich euch schon gezeigt. Hier ist die Hub. Jetzt können wir es endlich machen. So, das war's. Die Hub, ne? Jo, Achtung, pass auf. Gerade noch eine Zigarette schnell gedreht noch. Ja, wie gesagt, Hub halt, ne? Und war soweit, jetzt können wir eigentlich, habe ich euch ja schon alles gezeigt. Jetzt fangen wir mal an, wie man so einen Roller startet.
Moment mal kurz. So, Achtung, also Zündung auch, ganz einfach. Zündung. Dann leuchtet die Motorlampe, geht wieder aus, Tankerzeug geht hoch. Mit dem Elektrostarter einfach Bremsziehe und auf der Elektrostarter drücke. Und schon läuft er. Und schon läuft er. Das ist Licht, also wie gesagt, automatisches Licht. Ne? Das ist die Vorschrift bei der neuen Roller, die haben keinen Lichtschalter mehr. Das ist das ganz normale Abblendlicht. Das sieht man jetzt auch gut, weil es wird schon bald langsam dunkel. Das sieht man auch jetzt sehr gut. Das ist das Abblendlicht. Jetzt machen wir mal ein Aufblendlicht. Achtung, Fernlicht. Dann leuchtet hier die Fernlichtkontrolle an. Achtung, ich zeige es euch nochmal am Licht vorne. Achtung. Das ist das Abblendlicht. Und das ist Fernlicht. Also wie gesagt, Fernlicht, Abblendlicht. Abblendlicht, Fernlicht, da sieht man es auch. Fernlicht, das ist viel heller. So, nochmal Abblendlicht. Jetzt machen wir nochmal Blinker. Blinker links. Dann blinkt es da. Der Blinker. Da hier haben wir hier den linken Blinker hier, wo blinkt. Hier vorne auch. Hier auch, da Blinker links, dann Blinker rechts. Rechter Blinker, blinkt er da rechts, hier vorne blinkt er auch rechts da und der rechte Pfeil blinkt, einfach draufdrücken, dann ist der Blinker wieder aus, also wenn es jetzt blinkt, einfach drauf auf den Knopf, dann ist er aus, ja, so, jetzt einfach, ah ja, ganz kurz, Moment. Ich mach grad mal die Zigarette austricken, so, hab grad noch einen geracht. Das ist Licht. Jetzt mache ich mal Bremslicht, ist so, das ist Bremslicht. Oder ich kann noch mal ausmachen und nur die Zündung auch, Achtung. Dann Bremslicht, das ist Bremslicht, ja. Dann auf der anderen Seite mit der anderen Bremslicht, wie gesagt, ja. Und jetzt, Achtung, jetzt zeige ich euch noch, wie man mit dem Kickstarter startet. Also ganz normal, Aggregat, Zündung an, ne? So, dann ist die Zündung an und jetzt muss auf dem Hauptständer sein. Kickstarter raus, wenn jetzt mal die Batterie leer ist oder so, ne? Ihr wisst ja Bescheid, ne? Geht mal drauf, da braucht man auch keine Bremse zu ziehen oder irgendwas, sondern einfach drauf gehen und jetzt einmal den Kickstarter bis zum Anschlag runter drücken, so wie jetzt, loslassen und dann einmal kräftig runter treten und dann läuft auch der Kickstarter. Aber wie gesagt, das ist halt, wenn jetzt nur die Batterie leer ist oder wenn es kalt ist, wenn der Elektrostarter mal nicht will. Ne? Und jetzt kann ich euch, jetzt regelt auch wieder runter, jetzt ist er warm, weil er gehört eben, wie er runtergerechnet hat eben. Jetzt war er nämlich auch schon wieder warm. Jetzt ist er warm. Da hat er auch gleich runtergeregelt eben. Von der Drehzahl her. Jetzt ist er warm. Jetzt kann ich euch das auch mal zeigen, wo ich vorhin gemeint habe, mit dem Seitenständer, wenn man ausklappt, dass er ausgeht. Achtung, jetzt klappe ich den Seitenständer aus. So, und dann geht er aus. Wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und ja, jetzt kann ich mal euch noch zeigen, wie es aussieht, wenn ich den Roller auf dem Seitenständer habe. Machen wir Zündung aus, so, dann geht die Tankanzeige wieder runter, so, Achtung, ich lege euch mal kurz da hin, jetzt mache ich mal kurz auf der Seitenständer, Achtung, so, jetzt steht auf dem Seitenständer, so sieht es auch so aus, wenn auf dem Seitenständer steht ein bisschen schräg halt, ne? Das ist jetzt halt so wie jetzt zum Beispiel, wenn du so auf U-Ebenem Boden bist halt, ne? Wenn du nicht auf der Hauptständer stellen kannst, stellst du halt auf der Seitenständer, so wie er jetzt da steht, gehen wir mal noch hin, da sieht man es besser. So siehst du, da steht ein bisschen schräg dann, der Roller, ne? Ja. Ja, wie gesagt, da ist das Ablagefach, da sind die zwei Haken da, einer. Hier unten der zweite, da unten,
und am Sitz da. Ja, wie gesagt, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, und ah ja, wenn ich jetzt den Seitenständer am Ohr habe, also draus habe, so wie jetzt, wenn auf dem Seitenständer steht und ich habe die Zündung an und will Ohr machen, ziehe die Bremse, geht's nicht. Und jetzt, wenn ich ein Ohr klappe, Achtung, ganz kurz, so, jetzt habe ich das Seitenständer Ohr geklappt und jetzt läuft er. Und sobald ich, wie ich euch vorhin schon gesagt habe, sobald ich das Seitenständer rausklappe, geht er aus. Wie gesagt, und das ist halt, machen wir die Zündung raus, stellen mal auf der Seitenständer jetzt mal kurz, so, siehst du, das steht auch dann halt ein bisschen schräg halt, ne, das ist halt ein Safety Feature, das müssen die neue Rolle haben, wie ich euch gesagt habe, wenn man jetzt einen Unfall hat oder was, oder wenn irgendwas ist am Roller irgendwie, wenn man einen Unfall hat oder was, macht man einfach den Seitenständer raus und dann geht er aus, der Roller. Ja, das war's. Kurzes Video, das kleine Video von meinem Roller. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin richtig zufrieden mit dem Roller. Ich habe lange hin und her überlegt, was für einen ich mal holen soll. Ich wollte mir erst einen Peugeot holen, den Peugeot Speedfight 4, aber der war mal von der Größe war damals zu groß. Und dann irgendwie bin ich auf den Luxon gekommen. Und dann bin ich mal runtergefahren, nach Geuse, da zum Motorradmann. Und der hat die Luxon hat der verkauft. Mittlerweile verkauft er auch nur die Luxon-Rolle. Also wie gesagt, das ist ein Luxon Echo. Da steht Echo drauf. Jetzt zeige ich euch nochmal kurz. Da steht Echo drauf. Und da steht jetzt zwar Uno, aber keine Ahnung, aber es ist ein Luxon Echo. Da, ich weiß jetzt nicht, warum da Uno drauf steht. Keine Ahnung, aber das ist ein Luxon Echo. Weil der Echo, den gibt es auch nur in grün. Der Echo gibt es nur in grün. Der Uno normal, der Uno gibt's glaube ich nur in Rot. Und ich habe mir den Luxon Echo geholt, weil das Grün, das hat mir gefallen. Wie gesagt, ja, vom Tacho und so sieht's halt aus und auch vom Tank und alles. Und von der nicht von der Front jetzt, weil es einen anderen Scheuwerfer hat, aber von hinten. Oh, Kennzeichen. Gehen wir ein bisschen weiter auf, dass wir mal Kennzeichen nicht sehen. Von hinten sieht's aus wie ein Rexroller. Und auch von der Höhe her. Kann ich euch mal zeigen. Ich bin 1 Meter. Wie groß bin ich? 1,70 Meter. Und deshalb habe ich mir auch so ein bisschen so einen kleineren Roller geholt. Weil ich wollte nicht so einen riesigen Roller. Jetzt setze ich mich mal drauf. Siehst. Also wie gesagt, ich bin 1,70 Meter und ich komme mit beiden Füßen, wenn ihr sehen könnt, auf der Boden. Das war mir auch wichtig. Deshalb habe ich mir auch den Roller geholt, weil er auch nicht so groß ist. Ich wollte nämlich nicht so einen riesigen Roller. Ja. Hopp. Ah ja, jetzt, ja, wie gesagt, das war das kleine Video. Ganz kurz, wie macht man das? Ich weiß, glaube ich, wie wir es machen. Achtung, ich stelle jetzt gerade mal kurz ab. Das Seitenständer, das langt. Ganz kurz, ich ziehe gerade meinen Helm auf. Und dann date ich Sache, dann war's das mit dem Video. Es filmt schon bald eine halbe Stunde, das langt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Moment, ich muss gerade gucken, wie ich das hinkriege mit dem Handy in der Hand. So, jetzt. So, ich stelle euch mal kurz hier. Ziehe ich meinen Helm auf. Das machen wir jetzt einfach so, Achtung. Topcase auf, Achtung, Moment. Machen wir Topcase auf. So. Und der Helm. Ich mache mich jetzt wieder auf der Heimweg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne? Also, in diesem Sinne hoffe ich. Oh, der Akku ist gleich leer. Hoffe ich, es hat euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, in diesem Sinne, gute Fahrt. Ich mache mich jetzt auf der Heimweg und ja. Hopp, das war's mit dann, ne? Alle. Servus.